greifen Sie nach unseren Sternen und erleben Sie individuelle Mobilität auf höchstem Niveau. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Grüß Gott zu TV Allgäu Nachrichten am Donnerstag, heute mit diesen Themen. Raststätte in Hörbranz. Bürger in Deutschland und Österreich gemeinsam gegen geplantes Bauvorhaben. In 4 Monaten zur Höchstform. Auftakt für die Radgesundheitsaktion aktiv erleben. Und Kulissenbau im XL-Format. Bregenzer Seebühne bereitet sich auf Premiere im Juli vor. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Wenn es nach den Plänen der künftigen Betreiber geht, soll sie ein kleines Juwel unter den Autobahnraststätten Österreichs werden. Auf dem Gelände des ehemaligen Zollübergangs an der deutsch-österreichischen Grenze zwischen Lindau und Hörbranz soll eine nachhaltige Tank- und Rastanlage entstehen. Die Anwohner im Lindauer Ortsteil Zech befürchten, die Zeche für die Pläne bezahlen zu müssen. Genaueres wissen meine Kollegen Steffen Konrad und Peter Böhr. Leicht und modern soll die geplante Tank- und Raststätte aussehen. Von Seiten der Bürger regt sich aber Widerstand, und zwar auf beiden Seiten der Grenze. Wir waren grundsätzlich nie gegen die Tankstelle und gegen den Rastplatz. Wir sind gegen diese Ausweitung, gegen diese Umfahrung und die Ausweitung des Lkw-Parkplatzes. 50 Lkw-Parkplätze sind geplant. Sie haben nachts die Aggregate. Es wird angefahren, es wird abgefahren, es werden Türen geschlagen. Also es wird nicht positiv. Außerdem ist dieser Parkplatz wahrscheinlich taghell beleuchtet. Wir nehmen natürlich die Bedenken, die die Anrainer haben, ernst. Wir haben einen sehr ausführlichen Umweltbericht in Auftrag gegeben, wo sämtliche Aspekte im Hinblick auf Lärm, Lufthygiene, Entwässerung, Flora, Fauna untersucht worden sind. Diesen Umweltbericht oder der Umweltbericht wurde Anfang Februar beim Amt der Vorarlberger Landesregierung zur Prüfung abgegeben. Derzeit prüfen unabhängige Sachverständige vom Land die Gutachten. Dabei steht vor allem die geplante Streckenführung entlang eines Naturschutz- sowie eines Wohngebietes in der Kritik. Es gibt wohl schon ein Gegengutachten, das von der Bürgerinitiative in Hörbranz erarbeitet worden ist, das man auch vorlegen kann. Das sieht auch eine Zu- und Abfahrt von der Autobahn direkt zur Raststätte und zur Tankstelle zu oder vor. Und dieses ist eigentlich auch unsere Forderung, warum kann man diese Rastanlage nicht direkt von der Autobahn befahren? Warum muss man unsinnigerweise Gelände zu betonieren, was nicht erforderlich ist? Die Kritiker sehen dabei vor allem die ausladende Zu- und Abfahrt skeptisch. Die Raststätte ist in dem oberen Bereich hier angesiedelt. Die LKWs müssen und die PKWs in Zukunft an dem Raststättengebäude entlang vorbeifahren, über eine große Schleife in die Raststätte, wieder zurück Richtung Deutschland sozusagen ans untere Ende der Raststätte und dann außerhalb gelegen über eine Straße am Wohngebiet vorbei, wieder Richtung Fendertunnel oder Richtung Bregenz. Also die Situierung der Rampen, wie es jetzt in unserer Planung berücksichtigt ist, war klare Vorgabe seitens des Autobahnbetreibers, der ASFINAG, beziehungsweise in weiterer Konsequenz vom Bundesministerium in Wien. Die Rampensituierung, so wie sie jetzt ist, ist im Endeffekt das Resultat von einem mehrjährigen Planungsprozess und aufgrund der Verkehrssicherheit und Sicherheit der Verkehrsteilnehmer erforderlich, dass die Situierung so ist, wie sie jetzt ist. Wir als Projekt Werber haben darauf keinen Einfluss gehabt. Ebenfalls in der Kritik die Informationspolitik der künftigen Betreiber sowie der Gemeinde Hörbranz. Wir haben davon bisher nur aus den Medien erfahren, aus der Presseberichterstattung. Und deswegen bin ich an die österreichischen Stellen herangetreten und habe eingefordert, dass wir als Landkreis Lindau und auch als staatliches Landratsamt an diesen Planungen beteiligt werden, da die unser Gebiet unmittelbar betreffen. Und ich bin sehr froh, dass auch seitens der österreichischen Behörden zwischenzeitlich signalisiert worden ist, die deutsche Seite am Verfahren zu beteiligen. Mag durchaus sein, dass wir als Projektbauer bisher zu wenig ins Detail dann informiert haben. Da war unsere Vorgehensweise, unsere Strategie ganz klar. Wir wollen zuerst die ganzen Gutachten auf den Tisch haben, bevor wir dann mit weiteren Informationen
eben nach außen gehen, an die Bevölkerung bzw. dann an die entsprechenden Fachgremien. Ich denke, dass es dann auch sinnvoll ist, dass man nochmal eine Informationsveranstaltung macht für die Bürger, wie es im Sommer letzten Jahres schon mal war. Und dass man diesmal eben die Lindauer Zech auch mit dazu einlädt. Im besten Fall dürfte die Informationspolitik der Planer schwach gewesen sein. Sicher scheint derzeit nur, dass es wohl schwierig wird, in der aufgeheizten Atmosphäre rund um die Rastanlage zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Es ist ein Trend, der durch die Missbrauchsvorwürfe in der katholischen Kirche noch verstärkt wurde. Menschen treten aus der Kirche aus. Ein häufig genannter Grund ist, dass so die Kirchensteuer eingespart werden soll. Das hat weitreichende Folgen für das soziale Leben, nicht nur in der Region, sondern auch in der ganzen Welt. In insgesamt 3 Beiträgen wollen wir Ihnen Beispiele zeigen, was alles mit der Kirchensteuer finanziert wird und was gefährdet wäre, wenn die Einnahmen zurückgingen. Für den ersten Beitrag heute waren wir zu Besuch bei der katholischen Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen in Kempten. Steffen Konrad und Manfred Fiener mit den Einzelheiten. Eine Situation, wie sie so oder so ähnlich 2 bis 3 Mal am Tag bei der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen in Kempten vorkommt. Eine ratsuchende Frau kommt zu einem Termin in die Einrichtung des Sozialdienstes katholischer Frauen, SKF. Ein erstes Gespräch dauert meist 1 bis 2 Stunden, währenddem oft viele unterschiedliche Themen zur Sprache kommen. Ja, es gibt manchmal schwierige finanzielle Verhältnisse. Wenn ein Kind kommt, verändert sich alles. Also man muss meistens eine neue Wohnung suchen, weil die alte zu klein ist. Es ändert sich mit der Berufstätigkeit. Ja, es gibt große Veränderungen auch in der Partnerschaft. Da tauchen auch viele Fragen auf. Der Betrieb der Einrichtung wird zu rund 90% aus Mitteln der Kirchensteuer getragen. Den Rest übernimmt der Staat. In einigen Fällen stehen den Sozialpädagogen aber noch weitere Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung, von denen einige ebenfalls aus Kirchensteuermitteln stammen. Wir haben die Möglichkeit, über die Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind finanzielle Hilfen für die schwangeren Frauen zu beantragen. Und auch über den bischöflichen Hilfsfonds Provita, das sind Gelder von der katholischen Kirche, dafür für Frauen mit Kindern und für schwangere Frauen Hilfen, um ein besseres Leben mit Kind zu erleichtern. Diese Mittel können aber nur in besonders schweren Fällen gewährt werden. Ich hatte heute Vormittag eine schwangere Frau, die hat ihr 2. Kind erwartet. Die Familie musste im letzten Herbst umziehen, weil die Wohnung war sehr mit Schimmel befallen. Dadurch große finanzielle Belastungen. Und jetzt kommt das 2. Kind und alles ist ganz schwierig. Sie hat keine Babysachen mehr, weil alles musste sie wegschmeißen. Der Mann verdient nicht so viel, alles muss neu beschafft werden. Ja, und die Frau ist einfach sehr verzweifelt und unter Druck, weiß nicht, wie sie alles machen soll. Knapp 500 Klienten suchen jedes Jahr Rat in der Einrichtung. Mit nur einem Besuch ist den werdenden Müttern aber nur selten geholfen. Ich stelle in der Beratungsarbeit fest, die Nöte werden immer größer und die Lebenslagen werden immer komplexer. Und die Leute brauchen Beratung. Es ist wie ein Dschungel, durch den man sich durchfinden muss, wenn man schwanger wird, auf welche Ämter man gehen muss, wo man welche Hilfen beantragt. Also da wären einige Klienten dann alleingelassen. Und das wäre schade. Müssten die Zuschüsse der Kirche für die Beratungsstelle gekürzt werden, es würde letztlich diejenigen treffen, die am meisten auf Hilfe angewiesen sind. Unsere Kinder. Wer sich genauer über die Einrichtung informieren will, der hat morgen am Tag der offenen Tür dazu Gelegenheit. Von 12 bis 16 Uhr stehen die Mitarbeiterinnen am Rathausplatz 14 in Kempten für Fragen zur Verfügung. Und gleich gibt's Kompakt. Bleiben Sie dran. Ein Urlaubstag mit Arnold Reisen. Entspannen Sie in wohlig warmen Thermalbädern. Erleben Sie herrliche Landschaften. Bummeln Sie durch wunderschöne Städte oder shoppen Sie nach Herzenslust. Starten Sie zu unvergesslichen Erlebnistouren. Wählen Sie Ihr Wunschziel und verbringen Sie einen vergnüglichen Urlaubstag in fröhlicher Gemeinschaft Ihrer Mitreisenden. Arnold Reisen in Dietmannsried.
Gute Energie ist Energie mit Zukunft. Gute Energie ist, wenn der Service einfach stimmt. Gute Energie ist überall dort, wo Energie von BayWa ist. Entdecken Sie das CW Fotobuch. Mit Europas beliebtestem Fotobuch werden Ihre Erinnerungen lebendig. Ihre Fotos als echtes Buch. Jetzt einfach die kostenlose Software unter cwfotobuch.de herunterladen und ausprobieren. CW Fotobuch. CW Fotobuch und das Philipp Lahm Sommercamp. Zwei engagierte Partner. Euer Philipp Lahm. Hallo, ich bin der Sully. Und du, du Schlafmütze, wach auf, sonst verpasst du einen erlebnisreichen Tag am Söllereck. Schnell und sicher mit der modernen Sechserkabinenbahn zur puren Winterfreude. Ski- und Snowboard-Spaß auf 5 bestens gepflegten und schneesicheren Abfahrten. Kinderland und Skischulen an der Talstation. Reizvolle Winterwanderungen auf gespurten und gut begehbaren Wegen. Ein unvergessliches Panoramaerlebnis auf der Aussichtsplattform der Skiflugschanze. Und urig gemütlich Alphütten und Berggasthöfe. Hui! Auch im Winter ist der Söllereck-Rodel ein Riesenspaß für Jung und Alt. Na, aufgewacht? Dann auf zum Ski-, Snowboard-, Wander- und Rodelparadies im Allgäu zur Söllereckbahn nach Oberstdorf. Kompakt am 17. März. Der Kempner CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Kreuzer ist heute in München offiziell in seinem neuen Amt als Staatssekretär im Bildungsministerium vereidigt worden. Er tritt dort die Nachfolge von Marcel Huber an, der in die Staatskanzlei wechselt. Kreuzer hat von Ministerpräsident Horst Seehofer den Auftrag, im Ministerium aufzuräumen. Unter anderem soll er die Schulverwaltung verschlanken. Kreuzer sitzt seit 1994 im Bayerischen Landtag, zuletzt als Fraktionsvize und Leiter des Bayern-LB-Ausschusses. Im CSU-Kreisverband Unterallgäu soll es einen Generationswechsel geben. Der ehemalige Landwirtschaftsminister Josef Miller will den Vorsitz des Verbandes offenbar in jüngere Hände legen. Als Nachfolger ist der 33-jährige Rüdiger Hering im Gespräch. Er saß bis zur letzten Wahl im Memminger Stadtrat. Die Übergabe soll im April über die Bühne gehen. Josef Miller steht seit 23 Jahren an der Spitze des CSU-Kreisverbandes. Anlässlich des 125. Todestages von König Ludwig II. Ist in Schwangau ab sofort eine Medaillensonderprägung zu erhalten. Die Münze, die in Zusammenarbeit mit dem Haus der Bayerischen Geschichte entstand, wurde nach historischem Vorbild gestaltet. Ja, und zwar haben wir uns bei der Sonderprägung an das letzte bayerische Zahlungsmittel angelehnt, an die letzte bayerische Münze von 1871. Das heißt, auf der Vorderseite sieht man natürlich ein Abbild vom König Ludwig und auf der Rückseite die Patrona Bavaria. Die Medaille hat einen Durchmesser von 30 mm, ist die höchste Qualitätsstufe, also reine Silber, dreimal die 9, 9, 9, 9 sagen wir. Eine sehr schöne Münzreplik. In Gold ist die Münzreplik nur auf Einzelbestellung erhältlich. Beide Ausführungen sind auf 2011 Stück limitiert. Erhältlich ist sie in allen Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Füssen-Fronten-Nesselwang. Der auch für das Allgäu zuständige Europaabgeordnete der CSU, Markus Ferber, fordert einheitliche Sicherheitsstandards für Atomkraftwerke in ganz Europa. Zwar sei 2009 eine EU-Rahmenrichtlinie zur nuklearen Sicherheit erlassen worden, diese beinhalte aber keinerlei Anforderungen an technische Standards, so Ferber. Deshalb müssten Vorgaben zur Sicherstellung der Stromversorgung im Krisenfall und die Bedingungen für die Standortwahl in die Richtlinie aufgenommen und zügig umgesetzt werden. Saatgut muss frei von Gentechnik bleiben. Dafür plädiert die Oberallgäuer Landtagsabgeordnete der Freien Wähler Ulrike Müller anlässlich der morgigen Diskussion zum Thema im Bundesrat. Der Freistaat Bayern will dort erreichen, dass im Zuge der anstehenden Neufassung des Gentechnikgesetzes Gewährleistungsfragen präzisiert werden. Wer Saatgut einführe, der müsse auch für dessen Reinheit sorgen, so Müller. Im Falle einer Verunreinigung müssten Landwirte schnell und zuverlässig eine Entschädigung erhalten. Und jetzt schauen wir noch, was das Wetter in den nächsten Tagen macht. Höfler Solar in Buchloe. Der Photovoltaik-Spezialist im Allgäu.
Informieren Sie sich. www.hoefler-solar.de. Es ist zum Daheimbleiben am Samstag. Bis in die Tallagen kann es Schneeflocken geben. Der Sonntag zeigt sich dagegen schon etwas freundlicher. Es bleibt weitgehend trocken. Lediglich in den Bergen kann es weiter schneien. Auch am Montag bekommen wir die Sonne nicht so oft zu sehen. Immerhin Regen wohl auch nicht. Bis Mittwoch dann langsame Wetterbesserung. Es wird von Tag zu Tag schöner und wärmer. Zwei Spiele der Oberliga-Playoffs sind bereits vorbei und noch ist alles drin für den EV Füssen. 1:1 stand es vergangenen Samstag nach der Niederlage in Klostersee und dank der Heimstärke der Leoparden ist noch alles drin. Zumindest bis gestern Abend. Zum dritten Mal traf da der EV Füssen in der Best-of-Five-Serie auf den EHC Klostersee. Wie das Spiel ausgegangen ist und ob sich die Leoparden weiterhin die Chance aufs Weiterkommen bewahren konnten, das verraten Ihnen meine Kollegen Florian Wackenhut und Manfred Fiener. Schnell fielen die Tore in den vergangenen beiden Aufeinandertreffen und auch diesmal ergab sich nach etwa 20 Sekunden die erste Chance. Diesmal für Füssen, doch das Gästetor blieb erstmal sauber. Dann die vierte Spielminute, die Leoparden in Unterzahl, Kapitän Nadeau ohne Schläger und schon klingelt's 0:1 für die Gäste durch Matthias Bergmann. Kurz darauf der EV Füssen im Angriff, Riesenchance, doch der Pfosten verhinderte den Ausgleich. Äußerst körperbetont zeigten sich die Gäste aus Grafing bei München, doch der EV Füssen hielt dagegen. Nach 13 Minuten der Ausgleich in den Winkel durch Veit Holzmann. Zu inkonsequent und etwas unglücklich agierten die Leoparden allerdings in der Hintermannschaft. Die lange Saison war den Spielern anzumerken. Kurz nach dem Ausgleich wieder Klostersee, Füssen im Glück. Jetzt ging's hin und her. 14. Minute, Benjamin Kronawitter mit einer guten Möglichkeit. Noch blieb's jedoch beim 1:1. Das hätte sich aber kurz danach beinahe geändert. Chaos vor André Irrgang, allerdings folgenlos. Kurz vor dem Drittelende noch ein schöner Angriff der Leoparden. Tim Richter mit einem sehenswerten Pass auf Raphael Rohwedder. Doch der bringt das Ding nicht unter. Playoff heißt Kampf pur, das bekamen die Leoparden im zweiten Drittel zu spüren. 26. Minute, böses Foul des EHC Klostersee. André Naumann blieb benommen und blutend liegen. Er konnte aber später weiterspielen. Sein Gegner hingegen wurde zu Recht zum Duschen geschickt. Füssen jetzt in Überzahl, sie nutzten aber ihre Chancen nicht. Zumindest bis zur 33. Minute. Erlösend jetzt der Treffer von Johannes Meyer, 2:1. Doch der Jubel blieb den Fans in der Kehle stecken. Quasi im Gegenzug trudelt der Puck zunächst auf der Linie, bis Peter Meyer zum Ausgleich für Klostersee versenkt. Kurz vor dem zweiten Pausentee dann nochmal die Leoparden. Sascha Golz mit der Chance zur erneuten Führung. Doch es sollte heute einfach nicht sein. Denn im letzten Spielabschnitt wurde dem EV Füssen gleich zu Beginn ordentlich eingeschenkt. In der 42. Minute traf Valentin Scharpf zur 2:3 Gästeführung, doch damit nicht genug. Nur 2 Minuten später traf der Stürmer erneut, 2:4. Das haben die Leoparden den Mannen aus Klostersee aber zu einfach gemacht. Trainer Georg Holzmann reagierte prompt und nahm eine Auszeit, doch auch das brachte den Leoparden nicht mehr viel. Zwar versuchten sie noch alles, doch irgendwie schien ihnen das Glück gestern nicht gewogen. Bis kurz vor Schluss. Noch 100 Sekunden waren zu spielen, da verkürzt Raphael Rohwedder auf 3:4. Allerdings zu spät. Klostersee ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Wer mich kennt und die Mannschaft auch jetzt heuer gesehen hat, wir werden uns auf jeden Fall nicht aufgeben am Freitag in Grafing, sondern wir werden sicherlich sehr, sehr defensiv agieren müssen. Wir werden gutes Bollwerk aufbauen. Wir lassen uns ein bisschen was einfallen. Und die Mannschaft hat die richtige Reaktion gezeigt in der Kabine gerade. Die haben gesagt, wir spielen am Sonntag hier wieder zu Hause. Wir werden alles in die Waagschale werfen. Und das hat man auch am Ende gesehen. Aber sicherlich haben wir da eine harte Aufgabe vor uns. Für den EV Füssen wird es jetzt ganz schwer. Am Freitag beim EHC Klostersee muss jetzt ein Sieg her. Sonst ist die Saison zu Ende. Jetzt zum Frühling wird es höchste Zeit, die Fahrräder aus dem Keller oder dem Schuppen zu holen, wieder auf Vordermann zu bringen und loszuradeln. Nur gelegentliches Training, womöglich unter ganz falschen Bedingungen, hilft der Gesundheit aber nicht wirklich. Ganz im Gegenteil, es schadet ihr eher. Da sind sich die Experten sicher. Doch wie gestaltet man so ein Training? Gerade als Einsteiger steht man oft ratlos da.
Abhilfe soll die Radgesundheitsaktion Aktiv Erleben schaffen. Sie wird von Pro M Sport organisiert und von der Memminger Zeitung präsentiert. In einem Zeitraum von 4 Monaten wird dabei regelmäßig und vor allem unter Aufsicht trainiert. Je nach Interesse gibt es Mountainbike- und Rennradgruppen. Gestern Abend war die Auftaktveranstaltung in der Schwabenhalle Buxheim. Den inneren Schweinehund überwinden und endlich wieder etwas für die Gesundheit tun. Mit diesem Vorsatz waren viele nach Buxheim gekommen. Bernd Seelherr von den Praxisoptimierern stellte das Konzept von Pro M Sport und der Aktion Aktiv Erleben vor. 4 Monate lang werden die Teilnehmer entweder auf dem Rennrad oder dem Mountainbike von Radexperten trainiert und auf die Herausforderung Alpentour vorbereitet. Die Aktion richtet sich vornehmlich an Sporteinsteiger, an Sportwiedereinsteiger, also Leute, die einmal früher was an Sport gemacht haben, beispielsweise Fußball, Handball, wie auch immer, und jetzt wieder gerne was machen wollen, und eben auch an Leute, die bereits schon etwas Sport machen, durchaus ambitioniert, aber eben nicht als wettkampforientierte Leistung das daran binden. Das wollen wir nicht oder können wir nicht bedienen, sagen wir so rum. Mitmachen können sowohl Frauen als auch Männer. Beim Alter sind kaum Grenzen gesetzt. Beim letzten Mal war beispielsweise ein 74-Jähriger dabei, erzählt Bernd Seelherr. Um keine gesundheitlichen Risiken einzugehen, wird bei allen Teilnehmern zu Beginn eine Leistungsdiagnostik gemacht. Das ist Teil des Gesamtpakets. Im weiteren Schritt erklären wir dann, wie die einzelnen Trainingsaspekte sind, also Grundlagentraining, wie man Training weiter aufbaut, wie man Kraft aufbaut, wie man Technik umsetzt im Gelände beispielsweise für die Mountainbiker und die Rennradfahrer, auch im Bereich Abfahrtstraining, um den Leuten eine Sicherheit auf dem Fahrrad zu zeigen und auch tatsächlich diese speziellen Fitnessaspekte voranzubringen. Also nicht einfach nur dahin radeln und sagen, es ist schön, im Flachen zu radeln, sondern auch mal Berge mitzunehmen, aber nicht zu früh, sondern ganz gezielt, mit ganz gezielten Impulsen nennen wir das, und es so auch im Gesundheitsbereich gelten lassen zu können. Der Vorteil: Viele Krankenkassen bezuschussen die Teilnahme an der Radgesundheitsaktion mit bis zu 75%. Denn das regelmäßige und vor allem gezielte Training fördert die Gesundheit, was laut Bernd Seelherr das primäre Ziel ist. Im sekundären Ziel, wie wir dazu sagen, auch den Spaß für eine Alpenüberquerung aufrechtzuerhalten und zu sagen, das möchte ich doch für mich als eigenes Ziel mal machen. Und es gelingt, also es gelingt sogar sehr gut. Wenn man sich daran hält, merkt man, wie man in 4 Monaten wirklich aufblüht, Leistung deutlich nach oben geht, wie man nicht nur abgehetzt irgendwo den Berg hochfährt, sondern tatsächlich ganz entspannt oben sogar noch einen Kaffee und einen Kuchen zu sich nehmen kann und dann die Abfahrt genießen kann. Wie es die Teilnehmer bei der Aktion im letzten Jahr gemacht haben. Die Kosten für das 4-monatige Training liegen bei 65 Euro im Monat. Leistungsdiagnostik, Trainingsplan, Trikot und vieles mehr inklusive. Anmeldungen werden ab sofort unter www.promsport.de angenommen. Trainingsgruppen gibt es im Allgäu in Memmingen, Sonthofen und Pfronten. Das Hin und Her um die Intendantenstelle der Bregenzer Festspiele geht in eine neue Runde. Der Vertrag mit Festivalleiter David Pountney läuft eigentlich nur bis Ende 2013. Anfang des Jahres wurde er um ein weiteres Jahr verlängert. Und das, obwohl die Stelle zwischenzeitlich ausgeschrieben wurde und es wohl auch mehrere Gespräche mit in Frage kommenden Personen gegeben hat, wie es heißt. Einer davon könnte der Theater an der Wien-Direktor Roland Geier sein. Er hat jetzt verkündet, eine verbindliche Anfrage zu haben, ab 2015 die Bregenzer Festspiele zu leiten. In Bregenz gibt man dazu keinen Kommentar ab, lässt aber verlauten, die Stelle neu auszuschreiben. Es bleibt also spannend. Derzeit laufen auf der Seebühne die Vorbereitungen für die Sommerproduktion André Chénier. Mehr dazu gleich hier bei uns. Die ersten Schritte auf sicherem Boden. Herzlich willkommen in einer der größten Ausstellungen im Allgäu. Holz Espermüller. Ihr kompetenter Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. In unserem Fachmarkt halten wir über 150 verschiedene Bodenbeläge für Sie auf Lager. Auch Ihre Kleinen werden sich bei uns wohlfühlen. Holz und Bau Espermüller in Kaufbeuren. Ihr Beratungszentrum rund ums Bauen und Renovieren.
grenzenlos. Der perfekte Familienspaß. Spaß, Erholung, Abenteuer für die ganze Familie. Der Familiensommer in Oberösterreich. Mehr dazu finden Sie auf www.urlaub-grenzenlos.eu. Grenzenlos. Der Bayerische Wald und Oberösterreich freuen sich auf Sie. Bergkäserei Weizern. Hausgemachte Käsespezialitäten aus frischer Heumilch, auch laktosefrei, zu fairen Preisen. Schauen Sie unseren Sennern bei der Arbeit über die Schulter oder genießen Sie eine herzhafte Brotzeit. Bergkäserei Weizern. Wir machen Käse. Ein Energieträger, der mich unabhängig macht von Öl und Gas? Der nachwächst und auch unseren Kindern noch zur Verfügung steht? Pellets, die Energie, die nachwächst. Setzen Sie auf nachhaltige Rohstoffe unserer Heimat und starke Partner aus der Region. Informieren Sie sich www.pellets-solarteam.de. Kommt an Bord ins Nautila. Bunte Kinderspielwelt, ein vielseitiges Aqua-Fitness-Programm, wohltuender Saunagarten und natürlich familienfreundliche Preise. Freizeitbad Nautila, die Badesport- und Wohlfühlinsel in Illertissen. W&W, Ihr Gartenspezialist fürs ganze Jahr. Der Frühling kommt, auch in Ihren Garten. Egal ob permanente Pflege oder individuelle Gestaltung. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Garten- und Landschaftspflege. Von der Baustelle um die Neubesetzung der Intendantenstelle der Bregenzer Festspiele haben wir ja gerade schon berichtet. Eine andere, im wörtlichen Sinne Baustelle, ist der Kulissenbau für die kommende Produktion André Chénier. Das Stück spielt in den Wirren der Französischen Revolution. Zwei große Teile für den geplanten Kopf des Marat sollten gestern per Schiff angeliefert werden. Ob und wie das funktioniert hat, wissen Steffen Konrad und Peter Böhr. Wenn der Kopf des Marat fertig ist, wird er 14 Meter hoch, gut 16 Meter breit und rund 60 Tonnen schwer sein. Es wird eine Kulisse, mit der die Bregenzer Seebühne wieder mal Schlagzeilen machen wird. Bereits im Morgengrauen wurde ein Teil des Kopfes angeliefert. Jetzt, kurz vor Mittag, steht die Endmontage kurz bevor. Und jetzt entscheidet sich auch, ob das nächste Kopfteil auf dem Seeweg angeliefert werden kann. Das Problem? Weht der Wind zu stark, könnte das Transportschiff mitsamt seiner großen und schweren Ladung kentern. Das Kindteil, das ist in Fußsack schon auf einem anderen Schiff geladen und wir entscheiden am Mittag, wir telefonieren noch mit der Wetterwarte Zürich und dann entscheiden wir, ob wir die Aktion heute noch durchführen oder auf morgen verschieben. Die Wetterwarte Zürich hat für Nachmittag Südostwind, also der Föhn bricht durch über die Alpen und da müssen wir kurzfristig entscheiden, ob wir loslegen oder nicht. Der geplante Abfahrttermin rückt näher, der bange Blick geht in Richtung Himmel. Die Frage, wie stark bläst der Wind? Minuten später wird klar, auch wenn der Wind eigentlich nicht allzu kräftig ist, für den empfindlichen Transport ist er zu stark. Um mindestens einen Tag verschiebt sich die Anlieferung. Trotzdem wird diese Verzögerung den geplanten Premierentermin wohl nicht gefährden. André Chénier feiert Premiere am 20. Juli. Anfang Juni beginnen die Proben. Das heißt, wir haben noch einige Wochen hin, bevor dieses Bühnenbild fertig sein muss. Auch wenn sich alle Beteiligten gelassen geben, was den Zeitplan angeht. Genügend Arbeit für die kommenden Wochen ist für die Arbeiter mit Sicherheit da. Die Festspielsaison in Bregenz geht ja im Juli los. Was die Region aber schon jetzt veranstaltungsmäßig zu bieten hat, sehen Sie jetzt. Die Firma Wirtensohn Fenster und Türen in Dietmannsried lädt ein zu interessanten Vorträgen am Tag der offenen Tür. Informieren Sie sich am kommenden Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr zum Thema Energiesparen mit Glas, das heißt Wärmedämmung mit Glas, den effizienten Umgang mit Energie und den Einsatz von Zwei- oder Dreifachverglasung. Was moderne Fensterbeschläge leisten, über deren Sicherheit und Energiesparmöglichkeiten und wie sie richtig lüften, erfahren Sie jeweils um 13 Uhr. Betriebsführungen durch die Produktion der Firma Wirtensohn finden stündlich statt. Die Ausstellung hat von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Short Track, die Olympiadisziplin und Rennsportart der Zukunft, kommt nach Oberstdorf. Am 26. und 27. März treten bei den ersten deutschen Meisterschaften im Short Track Juniorinnen und Junioren im K.O.-System gegeneinander an. Die Eisläufer absolvieren Distanzen von 333, 500, 1000 und 1500 Metern in faszinierender Geschwindigkeit und Kurvenlage.
Infos unter ec-oberstdorf.de. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.